ein wenig gezwungen habe die Situation ja schon bewirkt. Als Heidi Klum ihren Eltern den neuen Freund vorstellte, berichtet ein Beobachter Gala. Doch was bei den Proben zum Finale von Germany's Next Topmodel in Düsseldorf noch etwas steif war, sah einen Tag später während der Show wie ein GNTM-Finale, lockeres doppeltes Familientreffen aus. Während Magier Hans Klug Heidi über die Bühne schweben ließ, schlossen ihre Liebsten wie von Zauberhand Freundschaft. Tom Kaulitz, 28, und sein Zwillingsbruder Bill rahmten im Publikum Heidis Mutter Emma ein. Im Verlauf der dreistündigen Show tauschten sie fröhlich die Plätze. Später gesellten sich auch noch Heidis Vater Gunther Klum sowie Simone, die Mutter der Kaulitz-Brüder, dazu. Ein harmonischer Familienklang, den Heidi von der Bühne aus beobachten konnte, wenn sie in den kurzen Pausen nachgepudert wurde. Läuft, wird die Vierfachmutter und erfolgreiche Businessfrau wohl gedacht haben. Vor ihrem 45. Geburtstag am 1. Juni sagte sie gerade in einem Interview mit der französischen Elle: "Ich bin immer sehr organisiert, was mein Leben betrifft, aber in Herzensangelegenheiten lasse ich los." Die Geschwindigkeit, die sie bei ihrer neuen Beziehung an den Tag legt, macht allerdings schwindelig. Nachdem Anfang März die ersten Kussfotos von ihr und Tom aufgetaucht waren, lebt sie mit dem Musiker eine Liebe im Zeitraffer. Luxusurlaub in Mexiko. Besuche bei den Tokyo Hotel Konzerten in Moskau und Berlin. Erster offizieller Auftritt zu zweit bei der Amphar Gala in Cannes vor 14 Tagen. Auf dem hochkarätigen Charity-Event an der Côte d'Azur wirkten die beiden wie ein Brautpaar. Heidi trug eine weiße Spitzenrobe aus der Brautkollektion von Zuhaya Murat, Tom einem schwarzen Smoking. Sicher kein Zufall, dieses Styling. Die ganze Welt soll sehen, wie eng ihre Beziehung ist. Händchenhaltend und freudestrahlend stellte Heidi sich mit Tom vor die Fotografen, küsste ihn zärtlich. "Es ist ein toller Abend, mir geht es sehr gut", sagte sie später zu Gala. Im Partyzelt setzte sie sich dann sogar auf Toms Schoß, streichelte sanft seinen Rücken. Zwischendurch verschwand das Paar kurz. Frische Luft holen und so. Echte Gefühle oder eine gigantische Liebesshow? Bei Heidi Klum lässt sich das manchmal nicht exakt trennen. Freunde sind sich jedoch sicher, dass sie es ernst meint mit dem 16 Jahre jüngeren Tom. Man möchte hinzufügen, vor dem Moment. Denn der Traum von der ewigen Liebe begleitet Heidi schon immer. "Ich hätte gern den Mann gefunden, an dessen Seite ich alt geworden wäre", sagte sie der Elle. "Aber man findet die Liebe nicht per Fingerschnipsen. Ich rudere da genau wie alle anderen." In der Zwischenzeit versuche sie, sich nicht zu sehr auf diesen Wunsch zu konzentrieren, sondern lieber darauf, den Moment zu genießen. Und das tut sie mit Leib und Seele, in vollen Zügen und jedes Mal erneut mit der Überzeugung, dass es der Richtige ist. Ganz so, wie es ihrem Sternzeichen Zwilling nachgesagt wird, gesellig und flatterhaft, die Abwechslung liebend. Mit dem Tempo seiner Liebsten hat Tom kein Problem. Auch nicht mit dem neuen Rummel um seine Person. In den vergangenen Jahren war es zwar um ihn und die Band ruhig geworden, doch der einstige Tennisstar kann seit dem Tokyo Hotel Hype in den Nullerjahren mit Aufmerksamkeit umgehen. Vielleicht hofft er sogar darauf, dass Heidi nach zwei gescheiterten Ehen und diversen Beziehungen nun, mit Mitte 40, in ihm den Partner fürs restliche Leben sieht. Schließlich kann er ihrer Jugendlichkeit durch den Altersunterschied einen Push geben. Ob diesmal für Heidi tatsächlich alles anders ist als mit Flavio, Ziel, Vito und Co., wird die Zeit zeigen. Im Moment haben sie und Tom jedenfalls nicht nur privat eine richtig gute Zeit, sie profitieren auch vom gesteigerten Interesse des Publikums. Heidis Haussender Pro7 freute sich beim GNTM-Finale über einen Quotenrekord. 2,64 Millionen Menschen schauten zu, als die Jurychefin im Glamour-Yeti-Fransen-Outfit Toni zur Siegerin kürte. Das war ein Marktanteil von 10,1%. Tokyo Hotel können etwas PR gebrauchen, um ihre Fans zu mobilisieren. Die vier planen ein TH Sommercamp vom 27. bis 29. September in Ferropolis, Sachsen-Anhalt. Tauche ein in den Sommer deines Lebens und verbringe ein unvergessliches Wochenende mit deiner Lieblingsband, versprechen sie. Bis zu 3.599 Euro kosten die Tickets, Übernachtung im Luxus-Tipi mit Komfortausstattung inklusive.
Für die etwas preiswertere Variante, 799 Euro, gibt es immerhin drei vegane oder vegetarische Mahlzeiten und ein Foto mit der Band.